Hallo und schönen guten Tag. Heute möchte ich euch mal die Messer vom Lasse vorstellen, das Sword Ned Kelly und das Sword Hog Beater. Es sind Jagdwaffen, ausschließlich zur Jagd hergestellt und auch vorgesehen. Ich wollte heute ein paar andere Jagdwaffen, also Bilder mal in die Kamera halten, von Jagdwaffen, wie sie früher benutzt wurden, da im 15., 16., 17. Jahrhundert, als noch mit Speer und Messer gejagt wurde, waren ja diese großen, stabilen Messer vonnöten, oder als die Schusswaffen noch nicht so entwickelt waren, dass sie das Wild zu Fall brachten. So ging man mit Lanze, Jagdspeer, Saufeder und solchen Sachen auf die Jagd mit Armbrusten und nachher auch mit Steinschlossflinten. Aber da war die Wirkung nicht so, dass man sagen konnte, das Wild liegt. Und damals war es so, dass der Jagdherr zu Pferde und mit Jagdspeer und die Jagdgehilfen und Jäger zu Fuß mit Hunden unterwegs waren. Und da trug schon jeder ein stabiles Messer am Gürtel, was zwanghaft nötig war. Und auch spezialisierte Messer, wie zum Beispiel die Weitbraxe oder Weitplaute. Das waren große, bis zu 40 cm Klingenlänge lange Messer, die aber erst zum Einsatz kamen, wenn das Wild gestreckt war. Also wenn es tot da lag, wurde es mit diesen Messern auseinandergenommen. Und die hatten keine Spitze, sondern waren nur scharf und bis zu 10 cm breit und 40 cm lang. Jo, außerdem trug jeder noch ein stabiles Messer, was nicht unbedingt ein Nicker oder sonst was war, die waren viel zu schwach, sondern robuste, stabile Messer. Dann hatten sie eine Saufeder oder, wenn es auf Rotwild ging, einen Jagdspeer. Diese beiden Messer, die hier liegen, sind auch für die Jagd entwickelt, stabile große Messer, um eine Sau oder ein großes Stück Wild abzufangen. Das heißt, durch einen Stich ins Herz oder Lunge vom Leben zum Tode zu befördern. Was, wenn es richtig gemacht wird, sehr schnell geht. Früher war es eine große Kunst, da ließ man als Sauen auf den Saufänger auflaufen. Das hieß, man kniete mit einem Knie auf dem Boden, das andere war angewinkelt. Man hielt den Saufänger vor das Knie und zielte auf den Halsansatz der Wildsau. Wenn man da traf, drang das Messer auch sofort ins Herz und die Sau fiel tot um. Ja, so viel mal zur Geschichte, oder ich weiß nicht, ob das wahr ist, da mit dem Auflaufen lassen, aber ich könnte es mir schon vorstellen. Kommen wir mal zuerst zu den Messern hier. Es ist natürlich jetzt schade, dass ich die Bilder nicht kann in die Kamera halten. Das ist verboten bei Strafe. Ich habe die zwar angeschrieben, aber habe noch keine Antwort, ob ich das mal darf. Dann mache ich es halt eben ohne. Ich kann euch mal das Buch sagen, und zwar heißt das Hieb- und Stichwaffen. Illustriertes Lexikon der Hieb- und Stichwaffen. Und erschienen ist es im Dörfler Verlag. Edition Dörfler im Nebelverlag GmbH Egolzheim. Jo, kommen wir mal zu den Messern hier. Hier haben wir jetzt das Kelly. Mit dieser Art Messer soll ja mal ein Polizist getötet worden sein.
ist ein Riesenbrocken. Das wiegt 1380 Gramm sowas, also weit über ein Kilo. Mal kurz ein paar Maße zu dem guten Stück. Her damit. Von der Spitze zum Griffende 42,7 cm, wobei auf die Klingenlänge 28,5 cm entfallen. Eine Klingenbreite an der breitesten Stelle, das wäre hinten direkt vorm Handschutz, haben wir hier 6,2 cm. Und eine Klingendicke von 6 mm. Was ihr hier seht, das ist kein Rost. Hier sieht man es noch besser. Das sind die Anlassfarben nach dem Härten. Jo. Die Parierstange ist ebenfalls aus Stahl und ist satte 12,5 cm breit. Also ein richtiges monströses Teil. Ich finde die Teile ja klasse. Sie sehen zwar rustikal aus, sind sie auch, aber sie sind toll verarbeitet, das muss man schon mal sagen. Jo, es hat hier oben eine angedeutete Fehlschärfe und eine stabile Spitze, also das Messer wäre auch zum Stechen ideal. Was da jetzt stimmt dran, dass da ein Polizist mit erstochen wurde mit dieser Art Messer, weiß ich jetzt nicht. Höre ich heute zum ersten Mal. Der Griff ist holzbeschalt mit drei Bullseye befestigt. Das sind diese Hülsenschrauben, die ineinander gedreht werden und dann abgeschliffen. Hat hinten ein kleines Lanyard-Loch und ist ein richtig Mörderteil. Super. Jetzt mal zur eigentlichen Jagdwaffe. Saufänger zum Abfangen von Wildsauen und großem Wild entwickelt. Zweischneidig. Auch hier sieht man wieder sehr schön die Anlassfarben. Finde ich klasse, dass man das so gelassen hat. Dann sieht man auch, dass die Härtung funktioniert hat. Es ist ein doppelschneidiges Messer mit einer sehr stabilen Spitze. Kurz die Maße. Ich denke mal, dass die gleich sind wie bei dem Kelly-Messer. 42,8 und 28,5. Jo, ist die gleiche. Und dieses Messer ist ein Jagdmesser, das heute wieder benutzt wird bei der Drückjagd, um angeschweißte Sauen abzufangen. Man zielt da aufs Herz oder auf den Halsansatz, dann dringt das Ding da auch ins Herz. Wenn man sich jetzt fragt, muss man so ein stabiles Teil haben, wenn ihr euch mal vorstellt, dass eine Wildsau, die 80 Kilo wiegt und um sich schlägt und beißt, da muss schon ein Messer eine gewisse Stabilität aufweisen. Ich finde das klasse. Es geht sehr schnell und wenn ein Wild von Hunden gedeckt ist, kann man die Schusswaffen nicht einsetzen. Dann ist dieser Saufänger die letzte Möglichkeit, um das Tier zu erlösen. Ja, also ich finde diese Teile von der Firma Swerd klasse. Firma Swerd ist ja eine neuseeländische Firma und die baut auch das Temski Bowie. Und der Inhaber ist der BW Baker. Der Mann weiß, was er macht. Das sind ultra stabile Teile. Ich bin diese Woche angeschrieben worden, ob das legal zu tragen ist. Bei einem berechtigten Grund darf man diese Messer auch führen. Und Jagd ist ein berechtigter Grund, dieses Messer dabei zu haben. Für einen Otto-Normalverbraucher sicher nicht das sinnvollste Werkzeug, aber für einen Jäger, der auf Saujagd geht, sicher unentbehrlich. Jo, war
was soll ich weiter dazu sagen? Ah, noch was zu den Scheiden. Die Scheiden, man ist ja normalerweise gewohnt, dass Scheiden vernäht sind und vielleicht an den neuralgischen Punkten unten und oben einen Niet haben. Da ist man bei Svert ganz von abgekommen. Man klebt den Keder ein und vernietet dann. Eine äußerst stabile Form von Scheide, gefällt mir, passt zum Messer, rustikal, aber sehr, sehr brauchbar. Jo, das wäre es jetzt eigentlich schon gewesen zu diesen Messern. Ich bin ja kein Jäger, aber so ein bisschen was weiß ich auch. Bin jahrelang als Treiber mitgegangen, bis vor kurzem noch. Jo, für einen Hundeführer oder Jäger sicher ein ganz tolles Werkzeug. Ich werde euch den Shop vom Lasse mal verlinken. Ist einfach super. Ich habe ja die Woche gezeigt, da hat er mir ein Austauschmesser geschickt, obwohl dass ich mich gar nicht beim beschwert habe. Also ist schon ein Hammer-Typ. Guckt mal bei ihm rein. Jo, das wäre es eigentlich von mir jetzt schon gewesen. Ein bisschen Gesappel über Jagdmesser. Und wenn ich die Genehmigung bekommen sollte, dann stelle ich dieses Buch mal vor. Ich glaube ja nicht, dass die das kostenlos genehmigen. Wenn es halt nicht ist, kann man nichts dran machen. Jo Leute, das wäre es also gewesen. Das Ned Kelly und Hock Beater von der Firma Svert. Inhaber Baker. Jo. Kommen aus Neuseeland. Top Messer. Ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich wollte es an sich draußen machen, aber draußen regnet es wie die Sau. Ich bin gerade eben mit den Hunden gekommen. Die waren nicht amused über das Wetter. Und dann, vielleicht habt ihr Besseres. Bis denne. Tschüss.